Ja, ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge der Open Video Lectures CoScience hier aus der TIB, wie immer, in Hannover. Und mein Name ist Lambert Heller. Das ist fast schon die letzte Folge dieser Reihe, aber noch nicht ganz die letzte. Lassen Sie sich überraschen. Wie immer ist es so, dass dieses Video, was Sie hier sehen, dieser Livestream und später die Aufzeichnung, die bei YouTube und im AV-Portal der TIB landen wird, ermöglicht wird durch Foster Open Science, eine EU-Förderung, die wir hierfür haben, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Und wie immer auch ist die Struktur natürlich so, wie Sie es jetzt schon kennen, vermutlich. Obwohl ich sehe, wir haben diesmal wieder mal besonders viele Teilnehmer. Und die Teilnehmerzusammensetzung ist, glaube ich, auch anders als bei den anderen Malen. Das ist immer auch so ein bisschen themenspezifisch natürlich. Aber es ist wie immer so, dass Sie bestimmte Vorträge hören werden. Heute wirklich im wahrsten Wortsinn hören. Und das ist dann im Anschluss in der letzten Viertelstunde ungefähr eine Frage- und Antwortenrunde gibt. Und ich lade Sie wie immer ganz herzlich dazu ein, machen Sie Gebrauch von der Chat-Funktion, die Sie da unten sehen, posten Sie Ihre Fragen oder auch Überlegungen rein. Wir bündeln das dann und versuchen zum Schluss, so gut es geht und solange die Zeit eben reicht, darauf einzugehen. Die Information, die Sie in den Vorträgen hören und die in den Folien stehen, brauchen Sie jetzt nicht ganz eifrig mitzunotieren, sondern die Folien als solche wird es nachher auch zum Download geben. Ja, soweit, glaube ich mal, zu den organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen, die viele von Ihnen schon kennen werden. Kommen wir zum Inhalt. Ich begrüße diesmal ganz herzlich Kolleginnen und Kollegen aus hier aus der TIB, nämlich Marco Tulnay und Jana Neumann von der TIB Hannover beide zum Thema Open Access bzw. offene Datenpublikation. Das sind die Felder, in denen die beiden arbeiten. Und ich bin ganz gespannt. Das ist absolut basic natürlich, wenn wir über das Thema CoScience reden. Und übergebe das Wort damit an Marco. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir möchten Ihnen heute das Thema Open Access und offene Datenpublikation anhand von fünf thematischen Aspekten näher bringen. Wir möchten eingehen auf die Frage, worum geht es bei Open Access? Welche Rolle spielen dabei freie Lizenzen? Wie funktioniert das freie Bereitstellen von Texten und wie funktioniert das freie Bereitstellen von Forschungsdaten, um dann am Ende zu schließen mit einer Reihe von Anregungen für unterschiedliche Zielgruppen, die vielleicht auch zur Diskussion einladen können. Wenn wir über das Thema Open Access sprechen, dann reden wir insgesamt über einen sehr populären Begriff, der im Kontext Wissenschaftskommunikation und wissenschaftliches Publizieren inzwischen nicht mehr wegzudenken ist und unter dem grob verstanden wird, der freie Zugang zu Forschungsergebnissen in publizierter Form. Es ist an dieser Stelle sinnvoll, sich zu vergegenwärtigen, was dieser Begriff eigentlich bedeutet und wie die Open Access Akteure in den letzten, etwa 10 Jahren gelernt haben, den Begriff zu verstehen und zu verwenden. Dabei kann man sich beziehen auf einige zentrale Dokumente, zum Beispiel das Bethesda Statement on Open Access Publishing, die Budapest Open Access Initiative, aber vor allen Dingen als sicherlich populärstes Dokument auf die Berliner Erklärung, die Berlin Declaration on Open Access to Knowledge and in the Sciences and Humanities, die inzwischen eine relativ große Verbreitung erfahren hat, dadurch, dass die großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland, zahlreiche Hochschulen und Forschungseinrichtungen sich auf diese Erklärung verpflichtet haben. Wenn wir uns anschauen, was für eine Definition von Open Access man daraus ableiten kann, dann sind es aus meiner Sicht zwei ganz zentrale Merkmale, die man im Hinterkopf haben sollte. Das eine ist, dass Open Access Dokumente solche Dokumente sind, die frei genutzt werden können, unabhängig von irgendwelchen finanziellen Barrieren. Es sollen keine Kosten für die Nutzerinnen und Nutzer entstehen, es sollen keine technischen Barrieren oder gar Nutzungsverbote oder Einschränkungen auf bestimmte Personengruppen angelegt werden. Das ist, glaube ich, relativ klar. Das zweite wichtige Merkmal ist, dass Open Access Dokumente auch mit der Erlaubnis einhergehen, diese Dokumente weiterzugeben, in originaler Form, aber auch in bearbeiteter Form. Dies erstreckt sich in all den Initiativen zu
Open Access jeweils immer auf den gesamten Bereich der Wissenschaft. Wir haben keine Einschränkungen nach Disziplin oder nach Art des Forschungsoutputs. Materialien, Abbildungen, Forschungsdaten etc. sollen neben Textpublikationen auch dazugehören. Und was wichtig ist in dem Kontext Open Access, ist meines Erachtens, dass Open Access ein neues Kriterium ist, das wir an Publikationen anlegen können, das andere Kriterien nicht ersetzt. Natürlich sind Fragen der Qualitätssicherung, des Einflusses, der Reputation einer Zeitschrift oder eines anderen Veröffentlichungsmediums nach wie vor relevant. Aber sie werden auch nicht gemindert durch Open Access. Im Gegenteil könnte man natürlich festhalten, dass es förderlich ist für Qualitätssicherung in der Wissenschaft, wenn möglichst viel frei zugänglich ist. Wenn man sich überlegt, woher der Wunsch oder die Notwendigkeit, je nachdem, für Open Access kommt, dann finde ich es sinnvoll auszugehen von einem grundsätzlichen Ziel des Open Access, nämlich möglichst alle Forschungsergebnisse möglichst gut nutzbar zu machen. Für die Qualitätssicherung, für menschlichen Fortschritt, für den Fortschritt in der wissenschaftlichen Arbeit. Und da kann man sich einige zentrale Punkte überlegen, die in diesem Sinne für Open Access sprechen. Der eine Punkt, der in Diskussionen, vor allen Dingen in der Anfangszeit des Open Access häufig sehr dominant war, war, dass das bisherige Modell eines geschlossenen Zugangs zu wissenschaftlichem Output bei dieser Frage, nämlich den Zugang möglichst gut und möglichst breit zu machen, gescheitert ist. Und da ist eine Entwicklung, die in den vergangenen Jahren immer als Zeitschriftenkrise bezeichnet worden ist, von Relevanz, in der die Abonnements kommerzieller Closed-Access-Zeitschriften immer teurer geworden sind, Bibliotheken immer mehr Zeitschriften abbestellt haben und den Zugang einschränken mussten und es hier dann massive Probleme mit Literaturversorgung in der Breite gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch eine Gefahr der Mehrfachfinanzierung, wenn die Öffentlichkeit bereits die Herstellung von Forschungsergebnissen produziert und sich dann das Recht zurückkaufen muss, auf diese öffentlich finanzierten Forschungsergebnisse zugreifen zu dürfen. Und schließlich könnte man ja auch die Frage stellen, ob die wissenschaftlichen Ergebnisse, die im Closed Access dann nur einer kleinen Gruppe von Nutzern und Nutzerinnen zugänglich sind, dann damit kompatibel ist, dass die Öffentlichkeit die Erstellung dieser Forschungsergebnisse finanziert hat und selber außerhalb dieser kleinen Teilgruppen gar nicht darauf zugreifen kann. Open Access hat aber auch eigene starke Vorteile, die hier nicht unter den Tisch fallen sollten. Zentral darunter ist für mich einerseits das Kriterium der Sichtbarkeit, wo wir darüber sprechen können, dass wissenschaftliche Publikationen insgesamt, das ist ja auch in anderen Webinaren dieser Reihe schon thematisiert worden, für Kommunikation, Ergebnissicherung, Qualitätssicherung etc. in der Wissenschaft zentral sind. Ohne Publizieren ist Wissenschaft schwer vorstellbar. Und je weiter verbreitet und je einfacher zugänglich eine Publikation ist, umso größer kann der Nutzen dieser Publikation sein. Nur ein Text, auf den ich frei zugreifen kann, den kann ich auf Korrektheit, auf neue Erkenntnisse, auf Anwendungsmöglichkeiten, Anregungen für die eigene Arbeit etc. prüfen. Und aus Sicht des einzelnen publizierenden Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin ist es natürlich auch wichtig, dass nur wer meinen Text finden und lesen kann, mich zitieren kann und mir Anerkennung geben kann und mit meinen Ergebnissen weiterarbeiten kann. Das zweite wichtige Kriterium wäre das der Nachnutzbarkeit. Wissenschaftliche Arbeit ist ja nicht etwas, das isoliert stattfindet, sondern etwas, das vernetzt stattfindet, wo ich immer im Austausch bin mit Ideen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die vor mir bereits an einer ähnlichen Fragestellung gearbeitet haben oder die parallel daran arbeiten. Möglichkeiten im Open Access erstrecken sich dann aber auch darauf, dass ich mit diesen Dokumenten mehr machen kann, als ich früher vielleicht hätte machen können. Ich kann Übersetzungen anfertigen, neue Adaptionen und Zusammenstellungen. Ich kann Open Access Dokumente oder andere Materialien für Content Mining heranziehen. Hier ist einer der wesentlichen Vorteile von Open Access sicherlich anzusiedeln, weil so die wissenschaftliche Arbeit beschleunigt, verbessert und ausgedehnt auf bisher nicht bearbeitete Felder werden kann, wenn ich diese Erlaubnis nicht mehr individuell einholen muss, mit einem Dokument oder einem ganzen Satz von Dokumenten zu arbeiten, sondern sie mir pauschal eingeräumt wird. Und schließlich würden wir gerne eingehen auf ein paar erkennbare Trends, die über das, was so tagesaktuell ist, vielleicht hinausgehen und ganz gut die aktuelle Situation erläutern können und vielleicht ein bisschen die Richtung, in die sich Open Access entwickelt.
Herausgegriffen haben wir hier drei Aspekte: die Verstärkung von Mandaten, die Forderungen nach mehr Transparenz und die Herausbildung von Finanzierungsmodellen. Im Fall der Mandate ist damit gemeint, dass vor allen Dingen Förderorganisationen zurzeit ihre Forderungen nach Open Access verstärken. Unter einem Mandat wäre dann so etwas zu verstehen wie die Verpflichtung, die Publikationen, die aus der Förderung resultieren, frei zugänglich zu machen und das Ganze eventuell auch zu kontrollieren und da einzufordern, wo der Verpflichtung nicht entsprochen wird. Da gibt es einige prominente Beispiele. Das berühmteste zurzeit ist vermutlich das EU-Rahmenprogramm Horizon 2020, das für den europäischen Forschungsraum über die nächsten Jahre insgesamt etwa 80 Milliarden Euro bereitstellt für Forschungsförderung und eine Verpflichtung zu Open Access für resultierende Publikationen enthält. Da kann man sich aber auch auf kleinere Beispiele noch einmal beziehen. Es hat in Österreich eine neue Open Access Policy des Wissenschaftsfonds gegeben, der jetzt zu Open Access für die resultierenden Veröffentlichungen verpflichtet und gleichzeitig auch eine freie Lizenz, dazu kommen wir noch, einfordert. Und auch in Deutschland hat die deutsche Forschungsgemeinschaft mittlerweile in einem ersten kleineren Programm eine Verpflichtung anstelle des bisher enthaltenen Wunsches nach Open Access aufgenommen. Das ist das Programm Infrastruktur für elektronische Publikationen und digitale Wissenschaftskommunikation. Vielleicht nicht das publikationsträchtigste Programm, aber immerhin ein erster Schritt. Zu dem zweiten Punkt der Transparenz gehört notwendig auch der Hinweis darauf, dass im Open Access Feld natürlich auch weiterhin und vielleicht noch stärker als vor einigen Jahren Verlage tätig sind und damit auch das Interesse steigt, zu schauen, ob denn dort, wo jetzt viel Geld involviert ist, die Dinge auch so laufen, wie man sie sich vorgestellt hat. Das heißt, Fragen von, ist denn das tatsächlich Open Access, was dort passiert? Wofür zahlen wir Geld an diesen oder jenen Verlag? Von größerer Bedeutung werden und insofern nicht mehr jedes Modell, das Open Access heißt, gleich gut gefunden wird, sondern auch darauf geachtet werden muss, ob man die Informationen darüber, wie alles abläuft und wie die genauen Kriterien und Bedingungen sind, verfügbar sind. Diese Transparenzforderung erstreckt sich sicherlich auch auf das Agieren der Institutionen. Wenn eine Bibliothek oder eine andere Einrichtung Geld ausgibt für die Finanzierung von Open Access, sei es zur Finanzierung der Erstellung von Publikationen oder durch eigenes Infrastrukturagieren in diesem Bereich, auch dort will die Öffentlichkeit und wollen viele Akteure in dieser Community auch gerne erfahren, was darunter genau zu verstehen ist und wie die Prozesse und Finanzströme laufen. Aktuell gibt es dazu ein Papier aus der Allianzinitiative unter dem Titel Positionen zur Schaffung eines wissenschaftsadäquaten Open Access Publikationsmarktes. Das ist sicherlich das ist relativ umfangreich, aber enthält einige wesentliche Forderungen daran, wie man diesen Transparenzgedanken in dieses Open Access Feld transportieren kann. Und der letzte Punkt unter den aktuellen Entwicklungen bei Open Access wäre, dass es schon weitgehend gelungen ist, aber noch einige Potenziale da drin stecken, Modelle zur Finanzierung für Open Access Publikationen zu erarbeiten. Wir haben im Bereich wissenschaftlicher Zeitschriften, vor allen Dingen bei Verlagen, als ein wesentliches Modell das Modell der Article Processing Charges, wo Autoren oder Autorinnen herangezogen werden zur Finanzierung ihrer eigenen Publikationen und sich dieses Geld dann irgendwo refinanzieren müssen. Das ist stark verbreitet, aber es gibt sicherlich auch noch andere Arten, wissenschaftliche Zeitschriften und andere Publikationsmedien zu finanzieren, durch Fachgesellschaften, durch rein ehrenamtliche Arbeit in diesem Bereich. Das hat sich so weit herausgebildet, dass für den APC-Bereich und die Finanzierung dieser Artikelgebühren für Zeitschriftenaufsätze es inzwischen einige etablierte Unterstützungsinstrumente gibt in Form sogenannter Publikationsfonds, die für die deutschen Hochschulen auch mit momentaner Unterstützung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft aufgebaut werden. Aber letztendlich steht dahinter, wenn man aus einer experimentellen Phase der Finanzierung einzelner Open Access Publikationen heraustritt, muss man spätestens dann an Fragen der Umwidmung von Mitteln heran, denn es kommt ja nicht beliebig neues Geld in diesen Markt und spätestens dann muss auch die Frage beantwortet werden, woher dieses Geld kommen soll und wie man Geld aus den
dann nicht mehr in gleichem Umfang benötigten Erwerbungsmitteln in Richtung der Finanzierung von Open Access Publikationen bewegen kann. Im Bereich von Büchern und anderen Publikationen gibt es andere Geschäftsmodelle noch, wo vielleicht eine elektronische Fassung frei zugänglich ist, aber das gedruckte Buch noch gegen Geld verkauft wird und Gewinn abwerfen soll. Es gibt Modelle, bei denen nur eine reduzierte Fassung frei zugänglich ist, oder auch so kollektive Finanzierungsmodelle, wo die First-Copy-Costs für die erstmalige Erstellung einer Publikation von einer Reihe von Bibliotheken finanziert werden, damit dann hinterher alle dann ja auch kostenlos zu verbreitende elektronische Ergebnis frei nutzen können. An dieser Stelle würde ich gerne übergehen zu dem Aspekt freier Lizenzen, wo wir uns noch einmal in Erinnerung rufen müssen oder wo ich nochmal betonen möchte, dass ein wesentlicher Grund für die Verwendung freier Lizenzen ist, Open Access auch in einer rechtssicheren Form zu treiben und das, was als Open Access versprochen wird, auch für alle, die diese Dokumente nutzen wollen, nachvollziehbar und dauerhaft einsehbar festzuhalten. Wir bewegen uns grundsätzlich im Bereich wissenschaftlicher Publikationen im Bereich des Urheberrechts, in dem Autorinnen und Autoren zunächst die Rechte an ihren Publikationen haben und sie dann anderen übertragen können. Es ist in den letzten Jahren zunehmend thematisiert worden, dass es nicht gut ist, dass Autorinnen und Autoren anderen Rechte einräumen, die dann den Zugang dazu beschneiden. Das wäre dieses ganze Thema exklusiver Rechteübertragung an Verlage. Denn dort, wo jemand Rechte exklusiv besitzt, meistens auch davon ausgegangen werden kann, dass diese Rechte allein verwertet werden sollen und der Zugang für andere erschwert wird. Wenn die Open Access-Forderung sich darauf bezieht, dass alle die Dokumente unter bestimmten allgemeinen Bedingungen nutzen können sollen, dann muss diese Erlaubnis auch wirksam erteilt werden. Nicht nur auf Nachfrage, sondern sichtbar für alle, für Menschen und für Maschinen, die sich dann damit auseinandersetzen können, wie sie diese Dokumente nutzen können. Da kommen freie Lizenzen ins Spiel. Wir haben mit einer freien Lizenz die Möglichkeit, Nutzungsrechte pauschal einzuräumen, für bestimmte Nutzungsarten, aber für alle Menschen. Dazu ist es nötig, dass die Lizenz auch Informationen darüber enthält, was ich mit diesem Dokument machen darf, welche Bedingungen ich einhalten muss. Und es ist nötig, dass die Lizenz verständlich und auffindbar ist und mit bestehenden Gesetzen kompatibel ist. Das ist natürlich eine grundsätzliche Anforderung. Wichtig dabei ist, dass wir das Ganze einfach handhabbar gestalten und dass wir uns beziehen auf etablierte Lizenzmodelle, die allgemein akzeptiert und verständlich sind. Das bezieht sich insbesondere darauf, dass wenig dafür spricht, sich noch eigene Lizenzen auszudenken, eigene Nutzungsbedingungen zu formulieren, die dann in leicht anderen Worten noch einmal versuchen zu fassen, was mit dem Dokument gemacht werden soll. Und ein starkes Gewicht sollte gelegt werden auf maschinenlesbare Fassungen dieser Lizenzen, damit auch Nutzungsarten wie zum Beispiel Content Mining möglich werden, bei denen automatisch ein ganzes Set an Material ausgewertet werden kann. Die Bedeutung freier Lizenzen setzt sich als Thema und als Position meines Erachtens relativ stark durch. Wir hatten zuletzt im November 2014 ein Papier aus der Allianz der Wissenschaftsorganisationen, in der noch einmal explizit festgehalten worden ist als Empfehlung in den ganzen Wissenschaftsbereich hinein, dass sich, Zitat, standardisierte offene Lizenzen für Open Access Publikationen in idealer Weise eignen. Das ist so, das ist eine wichtige Forderung, und die nächste Herausforderung, die sich dort stellt, wäre dann sicherlich die Auswahl einer geeigneten Lizenz. Das wird dadurch erschwert, dass es kein sehr genau definierter Begriff ist, aber wir können uns hilfsweise darauf beziehen, wo wir Open Access Merkmale schon definiert finden, vor allen Dingen in der eingangs erwähnten Berliner Erklärung, in der wir, um daran zu erinnern, festgehalten haben, freie Nutzung und Weitergabe, auch in bearbeiteter Form. Das heißt, eine Lizenz, mit der ich meine Dokumente frei zugänglich schalten will, sollte so etwas abbilden können und als Inhalt enthalten. Andere Kriterien, an die man sich anlehnen könnte, wären beispielsweise Open Definition, ein Projekt von Open Knowledge, einem weltweiten Non-Profit im Bereich freies Wissen, das zur Spezifizierung von Offenheitsmerkmalen definiert, denen eine Lizenz genügen muss, um als offen klassifiziert zu werden. Die Zusammenfassung klingt sehr ähnlich wie das, was in der Berliner Erklärung festgehalten ist, nämlich
Open data and content can be freely used, modified and shared by anyone for any purpose. Für Publikationen vielleicht noch einschlägiger ist das Projekt How Open Is It? Ein Projekt des Open Access Verlags PLOS, des Bibliothekenzusammenschlusses Spark und der Gemeinschaft der Open Access Verlage, OASPA. Mit der Zielsetzung, ein bisschen von dieser Frage wegzukommen, was ist eigentlich Open Access in so einer rein binären Form, sondern dazu überzugehen, zu fragen, wie offen ist es denn im Sinne eines Kontinuums von gar nicht offen bis hin zu maximal offen und das runtergebrochen auf ein Set verschiedener Dimensionen, das beispielsweise auch Maschinenlesbarkeit und Archivierungsrechte beinhaltet. Und wenn man sich jetzt dieses ganze Set von möglichen Kriterien zur Auswahl einer Lizenz anschaut, fällt irgendwann auf, dass ein Aspekt bei Open Access weniger stark vertreten ist, der sich in verwandten Bereichen, zum Beispiel im Bereich freier Software, stark verbreitet hat und mit so Schlagworten wie Copyleft assoziierbar ist, nämlich der Gedanke, dass wenn ich etwas unter freien Lizenzen bereitstelle, ich möchte, dass daraus resultierende Werke ebenfalls genauso frei zugänglich gemacht werden, dass sich also diese Freiheit vererbt auf abgeleitete Werke. Das ist etwas, das wir in diesen Open Access Definitionen, die ich genannt habe, so nicht finden. Das heißt, dort ist tatsächlich gemeint, wenn ich ein Dokument frei nutzen kann, nutzbar durch anyone for any purpose, wie ich es eben aus der Open Definition zitiert habe, dann kann ich damit auch eine weniger freie Publikation erstellen. Diese ganze Unübersichtlichkeit, die sich dabei vielleicht einstellt, ist aber gar nicht so stark gegeben, glaube ich. Wir haben mittlerweile ein sehr etabliertes Lizenzmodell, die Creative Commons Lizenzen, die vielfach verwendet sind im Kultur- und Wissenschaftsbereich, die aber auch rechtssicher sind, kompatibel mit den verschiedenen Urheber- und Copyright-Gesetzen und in Gerichtsverfahren auf ihre Wirksamkeit überprüft sind. Die Lizenzen, die vermutlich den meisten von Ihnen bekannt sind, besitzen verschiedene Module, die die grundsätzliche Freiheit, die die Lizenz geben soll, einschränken können, indem Nutzergruppen oder Einsatzzwecke ausgeschlossen werden oder gesonderte Anforderungen an die Nachnutzung gestellt werden, die dann dazu führen würden, dass das derart lizenzierte Dokument nicht mehr komplett Open Access kompatibel ist, aber immerhin noch bestimmten Freiheitskriterien genügt. Aber auch dieses Problem sortiert sich gerade etwas dadurch, dass sich eine Fokussierung auf die liberalste und grundsätzlichste Variante, die CC BY-Lizenz, eingestellt hat, die die Open Access-Anforderungen gut erfüllt. Einerseits theoretisch im Sinne eines Abgleichs der Kriterien mit der Lizenz, aber auch praktisch dergestalt, dass sich große Verlage auf CC BY für ihre Open Access-Publikationen festgelegt haben und auf Einschränkungen verzichten, aber auch im Sinne von Förderorganisationen, die CC BY empfehlen oder verlangen. Beispielsweise diesem erwähnten Papier aus der Allianz der Wissenschaftsorganisationen zum Einsatz freier Lizenzen heißt es, CC BY hat sich bei Open Access Zeitschriften zum Standard entwickelt. Das ist zumindest für den Bereich großer Verlage sicherlich so. Im Bereich von Daten haben wir einige Besonderheiten, die sich vielfach daraus ergeben, dass kein urheberrechtlicher Schutz nötig ist oder vorhanden ist. Dann kann man natürlich auch noch freier werden, als die CC BY-Lizenz festlegt, die ja ein starkes Gewicht darauf legt, die Urheberin oder den Urheber klar zu benennen und zu identifizieren. Wir haben jetzt insgesamt gesprochen darüber, was Open Access ist, warum das ein wichtiges Thema ist und was die aktuellen Trends sind, um dann noch spezieller auf die Notwendigkeit freier Lizenzen einzugehen. Ich würde für den nächsten Teil jetzt gerne übergeben an die Kollegin Jana Neumann. Ja, vielen Dank. Ich mache dann einmal weiter. Wir haben ja schon relativ viel gehört über Open Access und Lizenzen und verschiedene Bedingungen und Anforderungen. Ich möchte trotzdem noch einmal kurz zurückgehen und darüber sprechen, welche Gründe jetzt ganz konkret für Open Access Publikationen sprechen, welche Vorteile man vielleicht davon auch bekommt. Und da Publizieren in erster Linie zur Vermittlung von Forschungsergebnissen dient, kann durch Open Access Publizieren die Sichtbarkeit und auch die Auffindbarkeit der eigenen Forschung deutlich erhöht werden. Und da im Vergleich zu lizenzierungspflichtigen Zeitschriften sehr viel mehr Wissenschaftler und Wissenschaftler Zugang zu den Ergebnissen erhalten und eben nicht nur ein eingeschränkter Personenkreis. Dadurch wird ebenso auch die Zitierbarkeit
die Erhöhung der Zitierbarkeit ermöglicht und ebenfalls erhöht es die Geschwindigkeit, in der publiziert werden kann, da in der Regel im Open Access vergleichsweise schnell veröffentlicht werden kann. Dies macht sich besonders im Publikationsprozess von elektronischen Büchern oder Daten bemerkbar. Nicht zuletzt wird aber durch Open Access Publikationen auch die Wahrnehmung der eigenen Forschung, vor allem auch, auch international in der wissenschaftlichen Community, gesteigert. Und durch die Möglichkeit der freien Nachnutzung von Publikationen durch eben schon erwähnte freie Lizenzen ermöglicht, kann zum Beispiel Doppelarbeit vermieden werden, was vor allem im Kontext von offenen Datenpublikationen auch von Bedeutung sein können. Dazu werde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aufgrund von Nachnutzung bereits erstellter Daten können dann zum Beispiel nämlich auch kostspielige Experimente oder Versuchsreihen vermieden werden. Das Thema Open Access wird generell meistens aufgeteilt in Green und Gold Open Access. Der goldene Weg bezeichnet dabei die unmittelbare oder auch echte Open Access Publikation. Dies kann sowohl in reinen Open Access Zeitschriften als auch in hybriden Zeitschriften erfolgen. Hybride Zeitschriften werden in der Regel von Verlagen angeboten, um Open Access Publikationen innerhalb einer lizenzpflichtigen Zeitschrift anzubieten. Dabei gibt es je nach Verlag ganz individuelle Open Access Optionen bezüglich Lizenzen, Gebühren, Finanzierung und so weiter. Bei diesen Open Access Möglichkeiten, also Publikationen in reinen oder hybriden Open Access Zeitschriften, wird das Finanzierungsmodell von den klassischen Subskriptionsgebühren auf Autorengebühren umgestellt. Und dadurch werden einerseits natürlich Werbungsetats von Bibliotheken von Gebühren entlastet. Der Autor muss jedoch für seine Publikation bezahlen. Allerdings existieren auch bereits an vielen Hochschulen Open Access Finanzierungsmöglichkeiten in Form eines Open Access Publikationsfonds, sodass die Autorengebühren nicht von dem Autor selbst getragen werden müssen. Kernbestandteil bei Open Access Publikationen ist auch das Einräumen von Nachnutzungsrechten. Das ist in der Regel gut über die schon eben erwähnten Creative Commons Lizenzen möglich. Wichtig dabei ist, dass die Urheberrechte bei den Autoren liegen, damit diese frei über eine Nachnutzungslizenz entscheiden können. Und sowohl bei reinen als auch bei hybriden Open Access Modellen verbleiben eben die Urheberrechte bei dem Autoren. Eine Übersicht von etablierten Open Access Zeitschriften findet man auch im Directory of Open Access Journals. Dazu wurde auch schon ein Link von Martin bereitgestellt. Der grüne Weg im Open Access ist die nachträgliche sogenannte Zweitpublikation eines Artikels, zum Beispiel auf einem Dokumentenserver oder einem Text Repository. Dabei kann man zwischen institutionellen und fachlichen Repositorien unterscheiden. Und ein institutionelles Repositorium ist in der Regel an einer Institution oder einer Hochschule angesiedelt und verzeichnet dabei im besten Fall alle aus dieser Institution stammenden Publikationen. Im Unterschied dazu verzeichnet ein fachliches Repositorium relevante Publikationen aus einem fachlichen Bereich, einer fachlichen Community. Da gibt es Beispiele wie zum Beispiel den Preprint Server Archive oder auch das Social Science Open Access Repository. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge mehr und eine Übersicht zu Dokumentenservern und Textrepositorien, sowohl fachlich als auch institutionell, finden Sie im Open Directory of Open Access Repositories oder im Registry of Open Access Repositories. Es gibt natürlich noch weitere Repository-Listen, unter anderem auch mit Ranking-Verfahren. Das ist das Open Access Repository Ranking oder auch die DINI Repository-Liste. In der Regel sind diese Zweitveröffentlichungen nur kostenlos nutzbar und nicht unmittelbar frei nachnutzbar, wie das bei einer Open Access Gold Publikation möglich ist. Häufig räumt der Verlag dem Autoren
ein Zweitveröffentlichungsrecht erst nach einer bestimmten Embargofrist ein, so dass nicht sofort mit der Verlagspublikation ein weiteres Exemplar der Publikation in einem geeigneten Repository als Zweitveröffentlichung eingestellt werden kann. Dies kann man aber auch mit den Verlagen vertraglich verhandeln. Kommen wir nun zu den Daten. Neben den Open Access-Publikationen wird das auch immer häufiger nun von Datenpublikationen gesprochen. Dies wird auch deutlich in Bezug auf das neue EU-Rahmenprogramm Horizon 2020, welches das Thema Forschungsdaten im Kontext des Open Data Pilot berücksichtigt. Die Gründe für offene Datenpublikationen sind dem der eben angesprochenen Open Access Publikation weitestgehend gleich. Neben einem offenen und kostenlosen Zugang sollten Daten ebenfalls frei nachnutzbar sein für zum Beispiel Sekundäranalysen oder Kombinationen von Datenreihen und so weiter. Sowohl Sichtbarkeit als auch Zitierbarkeit werden durch den offenen Zugang erhöht. Auch Daten können ähnlich wie ein wissenschaftlicher Artikel mit einem Digital Object Identifier versehen werden, womit unter anderem die Zitierfähigkeit gewährleistet wird. Dadurch ergibt sich auch im Bereich der Datenpublikation die Möglichkeit, die eigene Reputation innerhalb der wissenschaftlichen Community zu erhöhen. Allerdings sind die Anforderungen bei Datenpublikationen derzeit noch etwas komplexer als bei den schon etablierten reinen Textpublikationen. Bei Daten gibt es immer wieder Diskussionen zum Thema Urheberrecht der Daten. Ob und inwieweit Daten dem Urheberrecht unterliegen, ist in der Regel im Einzelfall zu prüfen. Und in diesem Kontext fällt auch immer wieder die Frage nach Lizenzen, die eine Nachnutzung der Daten ermöglicht. Hier gibt es neben den eben schon erwähnten Creative Commons Lizenzen, die auch für Daten eingesetzt werden können, auch die Open Data Commons Lizenzen, die sich jedoch speziell auf Datenbanken beziehen. Eine weitere Herausforderung stellt sich auch bei der technischen Infrastruktur. Aufgrund von meist komplizierten Datenstrukturen und Formaten sind die technischen Anforderungen für ein Datenrepositorium im Vergleich zu einem Textrepositorium derzeit noch weitaus komplexer. Ich möchte gleich einmal bei den technischen Anforderungen bleiben, die sich vor allem auf die Datenspeicherung beziehen. Es existieren bereits einige Datenrepositorien. Allerdings müssen unterschieden werden zwischen reinen Datenarchiven und Datenrepositorien. Und jetzt komme ich hier durcheinander, natürlich. Bei Datenarchiven werden die Daten in der Regel gespeichert oder auch nur langzeitarchiviert, wohingegen bei Repositorien vor allem die Datennachnutzung neben der Speicherung immer auch eine entscheidende Rolle spielt. Das heißt also, die Daten sollten nicht nur irgendwo abgespeichert auf einem Server oder einem Archiv liegen, sondern sollten auch relativ einfach von diesem Server oder diesem Archiv wieder herausgeholt und nachgenutzt werden können. Datenrepositorien werden im Index von Re3Data verzeichnet. Dort gibt es auch schon einen Link. Dort kann man sowohl nach Repositorien suchen, die für die eigene Datenspeicherung geeignet sind, als auch Repositorien finden, die relevante Daten für die eigene Forschung enthalten. Kernbestandteil bei der Datenspeicherung sind die Metadaten, die immer auch die Kontextinformationen zu den Daten mitliefern. Gerade bei Datenpublikationen sind diese Metadaten wichtig, da reine Daten nicht immer selbsterklärend sind. Und zusätzlich sind die bibliografischen Metadaten ebenfalls wichtig, wie zum Beispiel Autortitel, Identifier, Publikationsjahr, damit die Zitierfähigkeit der Daten gewährleistet ist. Zudem können über die Metadaten Verknüpfungen von Daten oder von Daten zu Text deutlich gemacht werden. So kann zum Beispiel ein Artikel
über die Metadaten oder genauer über den Identifier mit dem zugrunde liegenden Daten verknüpft werden und umgekehrt. Und dabei sind die Daten jedoch ebenso eigenständig publiziert und damit auch ohne den dazugehörigen Artikel, zum Beispiel zitierbar. Durch das Teilen von Forschungsdaten wird die wissenschaftliche Forschung nachvollziehbar und für andere verifizierbar. Andere können die Daten nachprüfen und nachvollziehen und auf welcher Grundlage wissenschaftliche Erkenntnisse erlangt wurden. Dies ermöglicht eine transparente Wissenschaft und ist zentraler Punkt bei der Umsetzung der guten wissenschaftlichen Praxis. Beim Teilen von Forschungsdaten ist auch immer wichtig, eine Nachnutzung zu ermöglichen. Dies wird im Rahmen von Nachnutzungslizenzen gewährleistet. Ich hatte eben schon die Creative Commons Lizenzen erwähnt, die sich in der neuesten 4.0-Version auch gut für Regelungen der Datennachnutzung eignen und die Open Data Commons Lizenzen. Weiteres zu den Lizenzen finden Sie auch in den angezeigten Links. Das Teilen von Daten, sowohl das Nutzen von Daten anderer als auch das Bereitstellen eigener Daten, schafft neue Möglichkeiten für wissenschaftliche Kollaborationen, vor allem auch interdisziplinärer Forschung. Und dieser kollaborative Aspekt dient außerdem auch der eigenen Forschung, die durch Zeitersparnisse, weil bereits von anderen erstellten Daten nachgenutzt werden können, viel effizienter gestaltet werden kann. Allerdings muss man beim Datenteilen auch immer die rechtlichen und ethischen Aspekte betrachten. Ethische Aspekte sind immer dann zu berücksichtigen, wenn zum Beispiel personenbezogene Daten erhoben werden, beziehungsweise man solche erstellt hat. Aufgrund des Datenschutzes müssen personenbezogene Daten immer erst anonymisiert werden, sodass keine Rückschlüsse auf Personen in Bezug auf die Daten gezogen werden können. Und in der Regel ist es hier hilfreich oder auch von Vorteil, sich mit dem Datenschutzbeauftragten einer Institution in Verbindung zu setzen und gegebenenfalls auf die Anonymität prüfen zu lassen. Der rechtliche Aspekt beim Datenteilen bezieht sich in der Regel auf das Urheberrecht. Da hatte ich eben schon erwähnt, dass hier herrscht derzeit noch die größte Unsicherheit und ist auch sinnvoll, jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob Daten überhaupt dem Urheberrecht unterliegen. Denn Daten können nur dann dem Urheberrecht unterliegen, wenn sie es wie für Werke im Urheberrecht verzeichnet ist, eine persönliche geistige Schöpfung sind. Und wann diese Schöpfungshöhe erreicht ist, ist sicherlich auch schon viel diskutiert und auch nicht unbedingt ausdiskutiert worden. Und bearbeitete, analysierte, interpretierte Daten könnten zum Beispiel im Unterschied zu Daten, die lediglich aus einer Maschine oder einem Gerät generiert wurden, als persönliche geistige Schöpfung angesehen werden. Allerdings will ich mich rechtlich gesehen natürlich darauf nicht festlegen und empfehle auch hier eine Prüfung durch einen Juristen. Zum Schluss möchte ich noch kurz auf die sogenannten Data Policies eingehen, die bei einigen Open Access Zeitschriften bereits implementiert sind. Ein Beispiel ist hier die Zeitschrift Plus One, die in ihrer Data Policy die Autoren dazu verpflichtet, alle Daten, die in dem Artikel beschriebenen Forschungsergebnissen zugrunde liegen, frei verfügbar zu machen. Natürlich werden auch Ausnahmen akzeptiert. Die Gründe für solche Restriktionen müssen jedoch ziemlich genau erläutert werden. Und zusätzlich müssen die Autoren in einem Data Availability Statement die Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit ihrer Daten beschreiben. So, für den letzten Part möchte ich dann noch mal kurz abgeben an meinen Kollegen Marco Tulnay. Ja, vielen Dank. Nachdem wir jetzt über Theorie und Praxis des freien Zugangs zu Forschungsergebnissen gesprochen haben, möchten wir gerne schließen mit einigen Anregungen für einzelne Gruppen. Vielleicht als Empfehlung für die eigene Arbeit, als Auftakt zu einer Diskussion im Anschluss, aber gerne auch. Beginnen möchten wir mit der Gruppe, die im Fokus stehen sollte, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selber. Wir sehen da drei wichtige Bereiche, über die man sprechen könnte. Der erste Bereich zur Beförderung von Open Access ist trivial, aber gleichzeitig auch der wichtigste.
Stellen Sie selber Ihre Forschungsergebnisse im Open Access bereit? Nutzen Sie die Möglichkeiten eines vielfältigen Publikationsmarktes mit kommerziellen und nicht kommerziellen Möglichkeiten, um anderen Zugang zu den eigenen Arbeiten zu erleichtern und gleichzeitig Ihren eigenen Impact auf die Wissenschaft zu erhöhen. Als zweiten Punkt, ähnlich wichtig, stärken Sie Ihre eigene Position, indem Sie auf einschränkende Rechteübertragungen an Verlage verzichten. Stärken Sie sich als Urheberinnen und Urheber und räumen Sie notwendige Rechte der Öffentlichkeit ein, nicht einzelnen Akteuren, die den Zugang beschränken. Dazu können Sie Beratungsangebote von Bibliotheken, Hochschulen und Forschungseinrichtungen nutzen und dort auch aktiv mehr Unterstützung einfordern. Und schließlich, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler profitieren Sie selber von Open Access und offenen Daten. Nutzen Sie das, was andere bereitgestellt haben und geben Sie dafür Anerkennung. Gehen Sie auf neue Wege, zum Beispiel durch Adaption der Arbeiten anderer, durch Sekundäranalysen und Content Mining. Das wären wichtige Schritte, die man tun kann, als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, um Open Access zu befördern. Als eine zweite Gruppe haben wir uns herausgesucht, Einrichtungen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen und unterstützen. Dort gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten, Open Access zu befördern. Eine Möglichkeit ist das ganze Thema der Steuerung. Durch Open Access Policies oder Open Access Mandate können Einrichtungen empfehlen oder einfordern, dass die eigenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Ergebnisse offen zur Verfügung stellen. Hierzu gibt es inzwischen viele Anregungen und Beispiele verschiedenster öffentlicher, aber auch privater Akteure. Als zweiten Aspekt, als eine sicherlich wichtigste Möglichkeit für Einrichtungen ist diejenige, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen bei ihrem Open Access Agieren. Durch Beratungsangebote, aber auch durch Bereitstellen der notwendigen Finanzierung und durch das Betreiben eigener Infrastruktur. Dazu kann und sollte auch gehören, eigene Publikationsorte zu betreiben, zum Beispiel Text- und Datenrepositorien, Zeitschriftenserver, eventuell eigene Verlage. Und schließlich können Einrichtungen Open Access dadurch unterstützen, dass sie sich an der Analyse des Publikationsbereichs beteiligen, Forschung dazu finanzieren, die Vor- und Nachteile einzelner Publikationsmodelle zu messen versuchen und die Effekte der gewählten Optionen zu kontrollieren. Werden die Open Access-Forderungen befolgt, werden Mittel effizient und transparent eingesetzt etc. Und schließlich können Einrichtungen die in ihrem Bereich entstandenen offenen Forschungsergebnisse auch deutlich herausstellen in Repositorien, Datenbanken, Forschungsinformationssystemen etc., und insofern auf Open Access am konkreten Beispiel aufmerksam machen. Und zuletzt hat Open Access ja nicht nur mit effizienter und kostengünstiger Wissenschaft zu tun und auch nicht nur mit guter Wissenschaft, sondern auch damit, dass die Öffentlichkeit Zugriff erhält. Deshalb haben wir dazu auch noch einige Anregungen aufgenommen. Das Teilen von Daten und Publikationen ist wichtig, erhält aber gleichzeitig bisher wenig Anerkennung an sich. Da könnte auch zum Beispiel bei Leistungsbemessung mehr Gewicht gelegt werden auf diese für die Wissenschaft so wichtige Öffnung der Ergebnisse. Als zweiten Punkt möchte ich darauf hinweisen, dass auch die nicht primär wissenschaftlichen Akteure sich mit den jetzt zur Verfügung stehenden öffentlichen, offenen Materialien arbeiten können, sie analysieren können, zu ihrer Verbreitung und Auswertung beitragen können, einfach mit Publikationen, die im Open Access bereitstehen, mit Forschungsdaten, die offen bereitstehen, zu arbeiten und sie nachzunutzen. Neue Möglichkeiten für offene Wissenschaft, aber auch für das, was vielleicht mit dem Schlagwort Citizen Science bezeichnet wird, eröffnen sich in diesem Fall und sollten genutzt werden. Als dritter Punkt denke ich, dass dort, wo öffentlich Wissenschaft finanziert wird, massiv auf Open Access gedrängt werden kann. Da kommen auch harte Mandate ins Spiel, Open Access-Verpflichtungen als Teil der Förderauflagen und gleichzeitig dann auch darauf zu achten, ob diese Open Access-Verpflichtungen eingehalten werden und sie eventuell einzufordern, wenn dagegen verstoßen wird. Das Ganze jeweils verbunden mit dem Ziel, die eingesetzten Mittel zu einem optimalen Nutzen zu bringen, durch die einfache und unbeschränkte Sichtbarkeit dessen, was aus dieser Förderung resultiert ist. Wir haben einzelne öffentliche und private Förderer, die da schon gut vorangegangen sind, inklusive der Verpflichtung auf freie oder offene Lizenzen. Hier könnte allerdings noch deutlich mehr passieren. Wir wären damit am Ende unseres Vortrags, in dem wir Ihnen die Bedeutung von Open Access und freien Lizenzen vorstellen wollten, über Theorie und Praxis der Veröffentlichung von Texten und Daten sprechen wollten und Ihnen einige Anregungen für das eigene Agieren geben wollten. Die Aufzeichnungen und Folien inklusive Verweise werden Ihnen zur Verfügung gestellt. Wir bedanken uns jetzt schon mal für das Interesse und freuen uns auf Ihre Fragen und Kommentare.